den Anfang heute macht ein Mann, der die Nase voll hat. Einmal von seinem Beruf und von der Härte der Politik. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Erwin Skiskibowski. Skiskibowski, mein Name. Kannst du leicht merken. Ich buchstabiere SKI, SKI, BOW, SKI. Die Leute meinen immer, als Bademeister hast du das pralle Leben. Weit gefehlt, sage ich. Nichts ist, wie es mal war. Der Büttner pfeift mit seinen Eventideen aus das letzte Loch. Büttners letzter Brüller, das war im November. Mitternachtssauna nach Westernart. Und ich mach den nackten Sheriff. Seit dem Tag habe ich Depression. Ich habe keinen Bock mehr auf so etwas, sage ich. Mensch, Büttner, lass dir doch mal was einfallen. Bisschen was, was auf Dauer wirkt. Zum Beispiel Kleintier und Streich und so unter Wasserrutsche. Anfangen kannst du gut mit die neuen Stepphühner. Stepphühner? Was für Stepphühner, sagt der Giesbert. Ich sag, die stammen vom deutschen Lechhorn ab, nur dass die richtig Steppdanz machen. Bring mal einen mit, sagt der Giesbert. Nächsten Tag, ich stelle den goldenen Käfig auf den Tisch, nimm das blaue Tuch ab und das Huhn ist an Steppen, was das Zeug hält. Der Giesbert voll begeistert. Gib mich dann mal mit, ich zeig dann auch mal zu Hause. Uhr 45. Telefon. Der Büttner. Hör mal, Erwin, ich habe Probleme mit dem Stepphuhn. Der Stepp geht schon seit 4:15. Und das hört auch nicht auf mit Steppen, auch wenn ich das blaue Tuch drüber lege. Und ehrlich gesagt, das sieht auch schon ziemlich scheiße aus. Die Augen kommen so weit aus dem Kopf. Linkes Bein sieht aus wie Meniskus und rechts wie Muskelfaserriss. Ich sag Giesbert, erstmal ist gut, dass du nicht die Nummer von NABU angerufen hast. Mensch, du kannst das Huhn doch nicht stundenlang steppen lassen. Der braucht nach 4 Minuten eine Pause. Dann musst du unten an den Käfig den doppelten Boden rausziehen und die Teelichter ausblasen. Seit dem Tag ist bei uns in Kuppa wieder Eventpause. Der Giesbert braucht jetzt auch eure Vorschläge. Nicht nur hier rumsitzen und lachen. Manchmal geht es auch ziemlich ernst zu. Und deswegen sage ich jetzt, Schluss mit lustig. Es geht um Untergang. Untergang von unserer ganzen Emscher-Region. Für einen Bademeister ist eine echte Katastrophe, wenn in seine Schicht ein absäuft. Wenn unsere ganze Region finanzpolitisch absäuft, regt das in der Politik keinen mehr auf. Fiskalischen Untergang ist unsere Zukunft,
heißt die Parole für Castrop, Herne, Gelsenkirchen, Bottrop, Gladbeck und Herten natürlich. Die alle steht das Wasser bis Oberkante Unterlippe. Das ist noch kein real vollzogenen Untergang, aber das ist auch nichts, was du dich wünschen sollst. Viel Spielraum hast du da nämlich nicht mehr. Einen heftigen Regen und du siehst das Ende kommen. Schon bist du an der Schnittstelle zwischen psychopathologischer Bewusstseinseintrübung und Exitus. Als Bademeister weiß ich genau, wovon ich rede. In deiner Angstpsychose siehst du vielleicht noch den Uli Petzl leichtfüßig und barfuß über das Wasser laufen. Aber das war es dann auch. Dann ist Untergang gewesen. Nach oben kommst du dann erst wieder als kommunale Wasserleiche. Und als solche kannst du, wenn du kannst, deine lokale Zukunft gestalten zwischen Not und Elend. Herten ist nicht untergegangen. Aber lasst euch nicht täuschen. Das war die Wasserstandsmeldung von 11. Dezember 2010 in der Herthner. Das war ein Tag vor 3. Advent. Das wäre ja auch ein scheiß Datum für Untergang gewesen. Aber dann wird dich doch auch klar, Advent hin oder her, was nicht ist, kann ja noch kommen. Und der Untergang kommt so sicher, wie der Angstköttel in eine Buchse geht. Ihr könnt jetzt ruhig noch mal ein bisschen lachen hier. Soll ja auch ein bisschen lustig sein auf eure Untergangsvorfeier in der Rosa-Parks-Schule. Und ich sage hier jetzt mal zur Entspannung, der Untergangstermin muss nicht heute sein. Er kann heute sein. Als fairen Sportsmann sage ich allerdings auch, es ist kein Zufall, dass ich heute hier an meinem freien Tag als Rettungsschwimmer tätig bin. Und wie man sieht, ist für eure Sicherheit ja ausgezeichnet gesorgt. Mich geht da eine Sache nicht aus dem Kopf, und zwar die zweite Zeile da. Ruhrgebiet in neuen Städte-Ranking ganz hinten. Da fängst du als Bürger am Denken, auch wenn es schwerfällt. Als Optimist erkennst du sofort die gute Nachricht, nämlich von ganz hinten aus kann sich Herten auch mit den dürfsten Kommunalpolitiker nicht mehr verschlechtern. Als Realist sagst du dich, wen das Wasser bis zum Hals steht, ist reif für einen Untergang. Und als mündigen Bürger musst du wissen, was du glaubst. Guck dich die alten Bergbauflächen an. Verseucht und verrammelt. Da rankt sich das Unkraut schon ewig an den Museumsrost hoch. Westerholt, Schlegel und Eisen, Disteln, früher tausende Arbeitsplätze. Heute 0, 0, 0. In Herten gibt es Politiker, die nennen das Strukturwandel. Strukturwandel, weißt du, was das heißt? Wo früher Tag und Nacht der Bär gesteppt hat, ist jetzt schon 10 Jahre Mittagspause. Mahlzeitpolitik. Oder auch Ewald. Vollgepackt mit Lager und Logistik, maximale Flächenbelegung, minimale Beschäftigtenzahl. Das ist genauso doof, als wenn sie dich bei Rewe sagen, ihren Wochenendeinkauf können wir nicht anliefern, weil unser LKW ist heute mit einem Brühwürfel unterwegs. Die RAG sorgt dafür, dass unser stolzes Revier zur wirtschaftlichen Geisterbahn Emscherzone mutiert. RAG, du weißt ja, was das heißt.
Tamponieren, Aussaugen, gehen. Glück auf. Wenn das Strukturwandel ist, kannst du auch jeden Banküberfall als Benefizveranstaltung anmelden. Und die Politik schläft sich aus. Bei vielen meiner Kumpels gammeln jetzt die 40-jährigen Abkömmlinge auf der Couch rum, gucken Sky, Sportkanal rund um die Uhr und warten auf das Erbe. Das kommt früher als ein Arbeitsplatz, sagen die. Wahrscheinlich haben die sogar recht. Guck dich die Arbeitslosenzahlen an. Hier zum Beispiel September 2010. Deutschland West 6,6%, Deutschland Ost 11,5%, Herten 11,7%. Damit ist doch für Herten alles gesagt. Nö, ne war, der Kolchose Herten liegt zwischen Chemnitz und Zwickau. Liebe Genossinnen und Genossen, es wird Zeit, den Gürtel enger zu schnallen, damit wir in 2011 nicht auch noch die Hose verlieren. Und ich sage eins, schon seit Jahren, Treuhand und RAG hinterlassen gleich tiefe Bremsspuren, aber das teure Räumgerät, das haben sie in Ostdeutschland geparkt. Und bei uns in Pott fehlt das Moos, dass sich der ZBA eine neue Pannschippe kaufen kann. Auf den Straßen sieht das dann so aus. Zum Beispiel über den Knöchel. Schlachlöcher, dass die Kinder drin baden kannst. Und die Beschilderung wechselt nach Bedarf. 50 Kilometer war vorletztes Jahr. Letztes Jahr 30 km/h, Achtung, Straßenschäden. Jetzt ist das Schild in Arbeit, 10 km/h, Achtung, Lebensgefahr. 2012 kommen dann die städtischen Mauthäuskes mit der Aufschrift Abenteuerparcours, Vergnügungssteuerpflichtig. Geniale Lösung. 2010 war sowieso das Jahr mit den genialen Einfällen. Als sie beim KVR merkten, dass der Ruhrpott den wirtschaftlichen Exitus entgegendümpelt, haben sie uns mal alle eben zur Kulturhauptstadt Ruhr 2010 gemacht. Das war dann so etwas wie ein sommerlichen Ruhrpott-Karneval für naturbelassene Spaßvögel. Jeden machte da seinen eigenen Klamauk. Unser Herbert hat auf A40 mit die Ilonka gegrillt und Kümmerling-Party gemacht. Der Opa hat da seine Jungtauben aufgelassen. Und unser Joel Chantal hat auf dem Gartentisch an der Abfahrt Meinrich Bauchtanz gemacht. Und den Kevin von unserem Mandy hat das restliche Silvesterfeuerwerk bei Herne Bauke in die Luft geballert. Was davon jetzt Kultur war, weiß ich nicht so genau. Aber eins weiß ich. Kulturhauptstadt Herten. Ich meine, das war zu viel Theater für ein bisschen heiß gemachte Luft. Umgesetzt auf unsere Copa-Events wäre das so, als würde ich demnächst jeden lauwarmen Furz in eine Farbsauna mit Trommelwirbel einladen. Ausziehen!
Also die Knacker hätte ich euch schon gerne erspart. Aber die kommen immer um diese Zeit. Für über 70 kannst du die im Gesicht ja noch ganz gut angucken. Aber untenrum, je öller, je düller. Alle Intimrasur. Das ist jetzt modern. Aber wie das aussieht, pass mal auf, wenn die nach der Dusche da so nackt rumstehen. Du meinst, du machst Besüchtigung in eine Würstchenfabrik. Und ich sag die Jungs immer, das mit die Haare untenrum, das macht doch Sinn. Was macht denn so eine arme Filzlaus, wenn die bei euch im rasierten Genitalbereich ankommt? Die verarbeitet ihren Schock und startet sofort durch nach Augenbrauen. Ist auch keine Lösung. Aber bevor ich es vergesse, gestern war der Lücker von der SPD in der Sauna hier. Wedelt mit dat Faltblatt rum und fängt an zu palavern. Die Herdener Innenstadt ist keine Einzelhandelswüste. Die vermieteten Ladenlokale sind noch immer in der Überzahl. Drittens, die Konzentration des Einzelhandels wurde in den letzten 5 Jahren nochmal konsequent vorangetrieben. In diesem Zusammenhang nenne ich die erfolgreiche Schließung von diversen Geschäften in alphabetischer Reihenfolge. C&A Kids, Schuhhaus Gahn, Hallscheid, Ihr Platz, Paulsen, Welter und die Wulli. Die wichtigsten Versorgungsschwerpunkte sind jetzt aber in eine unübertroffene Angebotstiefe vorhanden. Backshop, Optiker, Backshop, Optiker, Backshop, 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 Optiker. Der Branchenmix ist damit voll auf die Nachfragestruktur der Innenstadt konzentriert. Die Herdner Innenstadt wird Wahlheimat des typischen Emschertalers. Das ist im Regelfall ein entsolidarisierten Leistungsempfänger mit oder ohne Migrationshintergrund. Besondere Kennzeichen, blitzblank geputzte Gleitsichtbrille und Backshop-Tüte. Die SPD wird auch die demografische Entwicklung von der Innenstadtbevölkerung steuern. Folgende Entwicklung wird erwartet. Wer sich mit seinem Rollator noch alleine bewegen kann, wird aus der Innenstadt abhauen. Durch diese planbare Abwanderung erreichen wir bei der zurückgebliebenen Bevölkerung relativ schnell die maximale Überalterung. Und so wird auch Demenz ein Faktor, den wir strategisch für das Wohlbefinden von der Innenstadtbevölkerung nutzen werden. Ich will das an einem Beispiel erklären. Das SPD-Konzept Innenstadt-Sedierung Herten setzt auf das Prinzip Neuromarketing. Das funktioniert so. Wenn der demenzbedrohte Innenstadtbewohner von zu Hause weggeht, hat er vergessen, was er einkaufen will. Und wenn er wieder zu Hause ankommt, hat er vergessen, dass es in der Innenstadt keine Geschäfte mehr gibt. Also ganz unter uns. In so einer Situation denke ich schon mal, in Herten ist nicht alles so gleichmäßig beschissen, wie viele meinen. Zum Teil ist es weit schlimmer. Thank you.
komm mal in Herzmitte. Komm mal in Herzensmitte und schau dir das Elend an. Ich hab nur mal eine Bitte, sag mir, wer ist schuld daran? Gehst du durch unsere Innenstadt, so wird ums Herz dir kalt. Da sieht es aus wie in einem dunklen Grab. Dabei ist unsere City hier noch nicht mal richtig alt. Und schon geht's mit ihr ziemlich steil bergab. Da rufen plötzlich einige aus unserem Härtnerrat. Wir müssten uns als Bürger engagieren. Die Innenstadt, die bräuchte mich jetzt mit einer starken Tat, um dieses Elend bald zu reparieren. Komm mal in Herzensmitte und schau dir das Elend an. Ich hab nur mal eine Bitte, sag mir, wer ist schuld daran? Mensch, dass du mir in der Seele will. Hier kriegt Zukunft keine Schnitte. Und das verdanken wir der SPD. Wir hatten hier mal Häuser, Mensch, die waren wunderschön. Die hatten alle eine Tradition. Von denen ist heute hier so gut wie gar nichts mehr zu sehen. Dafür sieht man jetzt bröckelnden Beton. Ich frage mich, was flöten uns die Sozis nur ins Ohr? Die haben doch den Mist hier fabriziert. Seit 60 Jahren spielen uns die Toten etwas vor. Ich frag mich, wann der Bürger das kann. Ja, die Jungs kenne ich nicht.